ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute gibt es mal kein Death Run oder irgendeine Map dergleichen. Heute möchte ich euch mal etwas zeigen. Das gibt es tatsächlich schon etwas länger. Aber ich dachte mir, ich mache einfach mal ein Video dazu. Und zwar, jeder weiß, man kriegt im Season Pass immer so viele Skins und Bonus-Skins und habt da nicht gesehen. Und der Spind läuft tatsächlich auch irgendwann über. Ihr seht es bei mir tatsächlich nicht. Hat einen gewissen Grund. Und zwar kann man seinen Spind aufräumen. Ihr seht, alle Skins, die ein Herz haben, die sind bei mir favorisiert. Mit denen spiele ich des Öfteren mal. Mit denen hier unten tatsächlich eher weniger. Keine Ahnung von wo der Skin ist. Kapitel 2, Season 2. Nice. Ja, und ich habe hier zwei, ja, nicht wundervolle, schöne Skins drin. Die sind eher mäh als schön. Aber ich will diese Skins nicht in meinem Spind haben. Was können wir dagegen tun? Wir drücken hier unten auf Archivieren, wählen uns die Skins aus, die archiviert werden sollen. Zwei Gegenstände archivieren, das klickt man an und ihr seht, die Skins sind weg. Die Skins sind aber nicht gelöscht, verschenkt, verkauft oder sonst irgendwas. Die werden jetzt nur woanders gelagert. Wenn ich jetzt einmal kurz auf Zurückgehe, reingehe, ihr seht, die Skins sind nicht mehr da. Wo finden wir jetzt die Skins? Ihr geht hier oben auf Sortieren und Filter, geht hier einmal bis ganz nach runter auf Archiviert. Und wie ihr seht, alle Skins sind hier drin. Die wurden jetzt alle umgelagert. Hier sind auch die zwei, naja, Skins. Also ich will nicht sagen, dass die schön sind. Ich finde die eher hässlich tatsächlich. Hier sind jetzt alle Skins drin, die archiviert wurden, mit denen ich persönlich nicht spielen werde oder ja, ich werde niemals mit denen spielen. Man sieht ja auch meine Star Wars Skins von früher. Also dies mit den Skins spiele ich nicht mehr, die habe ich jetzt archiviert, demnach woanders gelagert. Man kann die Skins auch wieder zurückholen, indem man sich einen Skin auswählt. Wir nehmen jetzt einfach mal hier Spider-Gwen. Drücken hier unten einmal auf Entfernen oder ihr drückt die Z-Taste. Jetzt könnt ihr euch auswählen, die Skins, die ihr haben wollt. Zum Beispiel Spider-Gwen und wir holen uns die Troller daneben, die Paradigma. Dann klickt ihr hier unten auf zwei Gegenstände archivieren, entfernen. So, und wir gucken, diese befinden sich jetzt wieder im Spind. Und das gleiche macht ihr wieder, wenn ihr die Skins nicht mehr wollt. Das gleiche könnt ihr mit den Rückenaccessoires machen, mit den Abbauwerkzeugen, mit den Gleitern, wie ihr seht, mit den, was sind denn das hier, mit den Kondensstreifen, habe ich tatsächlich auch nur eins drin. Ihr könnt das auch mit Tänzen, Emotes, Sprühbildern machen. Ihr könnt das mit Musik machen. Habe ich tatsächlich nicht gemacht, weil bei mir Musik in Fortnite komplett aus ist. Ihr könnt das mit den Ladescreens machen. Oder auch mit den Waffenskins. Ihr seht, da habe ich auch alles rausgenommen.
Ist eine wunderschöne Funktion für die Leute, die einfach zu viele Skins haben und nur gewisse Skins spielen. Ich finde die Funktion richtig geil, muss ich sagen. Also, mein Spind ist schön aufgeräumt. Tatsächlich spiele ich aktuell nur mit Eivor oder Geralt. Ich könnte tatsächlich die anderen einlagern, aber das sind halt Skins, die mir gefallen, mit denen ich mich auch identifiziere. Und yo, das wollte ich euch einfach nur mal so gesagt haben. Der Emote ist tatsächlich archiviert bei mir. Aber ich brauche den für gewisse Maps, wo man AFK XP bekommt. Oder für Finte-Button, Escape-Maps, wo man halt mal tanzen muss. Und zwar ein bisschen länger als das, was die zwei hergeben. Und yo, das war's mit dem Video. Archiviert eure Skins, die gehen nicht verloren, die werden nicht gelöscht, ihr behaltet sie. Und räumt einfach mal euren Spind auf, wenn ihr Skins habt oder Emotes oder so weiter, mit denen ihr nicht mehr spielt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Rockstar, dance until I drop, my love is a fire.